Ist ja nichts, was nicht anderen auch passiert. Ja, wenn die beiden Alten unterwegs sind, nicht, okay. Ja. Ich finde es nur lustig, wenn es dann irgendwer anders macht und dann so richtig durchsichtig oder ersichtlich gefälscht ist, weißt du? Da hinten leckt was. Ja, und oben rechts steht noch was. Und da. Ich nehme erstmal den Leckenden. Jetzt leckt er nicht mehr. Oh. Na, rechts daneben steht einer oben drauf. Ah, ja, sehen. Oben ist auch gerade einer durchgerannt. Ganz oben dahinter. Oh, wir gucken uns hier noch gemächlich mit um. Da ist noch einer. Oh, kritisch. Witz. Jawohl, geht's. Willst du looten? Kannst du ruhig machen. Oh, einfach, dass wir nicht dieselben Materialien rumschleppen. Boah, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden. Da müssen wir dann vorne eine Kiste aufbauen und dann hin und her tauschen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Idee. Hier lässt sich richtig gut Fell farmen. Ah, da ist die. Liegen hier oben drauf. Da liegt der. Genau. Hier geht's auch nochmal hoch. Ah, man hätte auch den Greifhaken nutzen können. Und wenn es hier so ein Balken drüber gibt. Oh, Kiste. Ach, du hast sie gefunden. Fein, ich habe sie nicht gesehen. Oh, da hat es auch cooles Zeug drin. Das ist fein. Sag mal, was war's denn? 6x Feuerball, eine rote Flasche und 4x Eisprojektil. Ja. Vor allem für den Magier sehr gut. Aha. Hier geht's noch einmal rum. Hä? Ja. Okay. Dann springe ich mal rüber. Einfach nur mal gucken, ob hier noch einer rumspringt. Oder ob hier noch eine Kiste rumsteht. Ja. Nee. Oh, gefunden. Alter. Die können hier brüllen. Oh, oh. Genau den. Block. Oh, der kann auch blocken. Aber nicht den Pfeil. Cool. Der stand hier um die Ecke. Er guckt mich an. Oh. Also, Überraschung. Toll. Und die Töne haben sie gut gemacht. Es klang cool. Da oben ist noch einer. Oh. Und anvisieren und zack. Jui, könnt ihr mitnehmen. Ah, da sterben sie wie die Fliegen. Ja. Was macht Spaß. Aber vorstellen, alleine ist das wahrscheinlich ganz schön. Ganz schön einschießen, hart. Wegrennen. Ja, ja, ja. Also, Hilfe. Aber dann hast du ja auch... Bang. Hilfe. Genau, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, Rätsel. Na, eigentlich nur durchrennen, ohne getroffen zu werden, aber ich wollte den hier looten. Es geht aber anscheinend nicht. Das ist wieder so eine Fratzenfalle für mich. Und? Oh, normal kannst du auch drüber springen mit Doppelsprung. Ich habe keinen Doppelsprung. Den du noch nicht hast? Ja, geht. Aber es wieder schön auch für mich ist, willst du looten und dann läufst du in die Dinger rein. Die Vasen kannst du zerkloppen. Tür geht auf, jawohl, mit E drücken geht sie auf. Und da gibt es irgend so. Genau. Und das sind die Rätsel hier drin. Indiana Jones mäßig. Auf der anderen Seite hast du deine Gegentür, die nur aufgeht, wenn du den Knopf gedrückt hast. Und die Tür müssen wir jetzt finden. Also hier geht es erstmal nicht weiter. Das heißt, hier drüben ist irgendwo der Gegenpart. Da ist noch eine Tür. Oh, Kiste. Ja, komm ein Stück zurück.
guck mal hoch. Über den Türeingang. Wir haben einen Schalter von dreien, haben wir erst. Ja, nee, ne? Wir müssen noch zwei finden. Da drüben ist einer. Ja. Ja, aber da kann man den mit dem Pfeil anschießen oder so? Genau. Oben drüber siehst du dort so ein Kreuz. Aha. Ja, genau da. Und schon haben wir hier, also schon ist da drüben das Licht aus und hier ist das zweite Licht ein. Aha. Na dann, dort ist noch eins. Schau mal zurück. Ich sehe da einen Haken, ja. Dort drüben ist ein Haken. Ah, da. Beim Haupteingang, da wo die Blitze waren, ne? Da oben drüber ist noch was, ja. Aha. Wie komme ich denn an den Haken? Warte mal. Viel Spaß. Viel Spaß. Ich habe es mir leicht gemacht durch den Doppelsprung. Alter. Ganz nach hinten. Und dann mit Sprint. Shift ist Sprint. Vorne abspringen. Direkt zum Haken gucken und dann E drücken. Oh mein, das ist etwas viel verlangt. Ja, ich habe jetzt auch gestaunt. Ja, und dann dort gegen die Wand springen. Er hat einfach losgelassen. Also, und dann muss noch springen. Wenn du an dem Haken dran bist, aha, drückst du nach vorne. Ja. Das heißt, du nutzt deinen ganzen Schwung mit W, aha, musst aber auch ein Stückchen schon zu der anderen Seite hier, da wo ich gerade dran klemme. Hier oben ist so ein Gitter dran. Und dann drückst du Leertaste, dann lässt er den Greifhalten los. Alles klar, holy. Ja. Oi. Sehr gut. Oh, beim zweiten Versuch. Und du hast ja jetzt erstmal lernen müssen, wie es geht. Mit dem Greifhaken mit loslassen. Cool. Oh. Darfst drauf dran drücken. Fein. Zurückkommen wir bestimmt mit dem. Jawohl, mit dem Schweben. Cool. Geile Sache. So, du hast die Ehre. Yay. Goldkiste. Ich glaube, da wäre das hier mal gewinnt. Ein Bogen und ein Ring. Oh, ne, nice. Warte, ich schau mal rein. Weitläuferbogen. Das ist Ring des Jägers, Ausdauerpunkte. Und der Bogen ist Jägerbogen. Ich habe einen Wildhorst-Kurzbogen, Jägerbogen. Da bin ich mal gespannt. Da drin. Bringt er dir auf jeden Fall was? Bogen. Da. Ausgerüstet Fernkampfwaffe Stufe 3. 10 Kraft. Nice. Der andere war 8. Ja, super. Und das ungepusht, ne? 10 Kraft. Ja. Das heißt, wenn du den upgradest, wird es auch besser. Aber. Krypto? Wo geht's denn hier weiter? Ich würde mal sagen, da ins rote Licht drüber irgendwo. He? Da hat's doch einen. Ah ja, da oben ist der Greifer. Ja, ja, ja. Ich dachte gerade, jetzt haben wir doch hier vorne schon alles gemacht, aber. Okay. Fup. Ah, ich will nicht. Auf Max Range und dann. Genau. Boah. Ja, ist doch riesen Platz gewesen. Uff. Sauber gelöst. Das ist zu viel für meine alten Nerven. Aber es macht Spaß, ne? Also da drüben. Hier geht's hoch. Ja, drüben auch. Bei dir? Ja, geht's auch hoch. Egal. Auf beiden Seiten. Ja. Sehr schön. Ja, wenn man die ersten Schwierigkeiten so ein bisschen überwunden hat in dem Spiel, macht das unheimlich Laune. Oh. Okay, und wenn hier einfach eine Tür aufgeht? Meistens kein gutes Zeichen. Da kommt dann irgendwas Großes raus, ne? Aber ganz am Anfang ging die Tür ja auch automatisch auf. Ah ja, stimmt, das war auch so eine hier, ja, mit so komischen. Oh, guck, du hast recht. Oh, da geht's hoch. Mal schauen. Was, ehrlich? Mal schauen. Schön, denn hier unten ist die Jägerin. Ich bin auf der anderen Seite hoch. Sieht nicht so aus. Ah, da ist nix. Ja. Doch, da oben geht's noch höher. Oh. Da ist ein Greifhaken. Genau da.
Schön, abgeprallt. Schwachkopf, Schwachkopf. Ja, genau. Das passt. Oh, Hammer, ey. Und hier geht's weiter. Ist mal alles zerlegen. Manchmal ist noch was drin. Ja. Da muss mindestens noch eine Kiste irgendwo sein. Die lassen es doch nicht einfach so hier oben drauf. Hm? Hä? Nee, ohne hier irgendwas zu verstecken? Oh. Blöpp. Da geht's rein. Da ist der Rauch auf einmal ein. Das hätte ich jetzt voll übersehen. Oh, ich hätte jetzt krampfhaft versucht, oben irgendwo drauf zu kommen. Abgenutzte Klingen, Nahkampfwaffen. Mitnehmen. Und gegen deinen Stab. Jetzt. Nutzte Klingen, das schaue ich mir mal an. Was ist denn das? Hm? 9 Schaden, Schnitt und Stich. So, jetzt dürfen wir nicht abkürzen, wir müssen wieder runter. Ich will kurz sagen, so viel zum Abkürzen. Ist es unten der Raum von der Jägerin? Hm. Das war bestimmt falsch. Nein, es war richtig. Ich mache sowas viel zu gerne mittlerweile in den Spielen. Was spielen? Ich mache sowas viel zu gerne, diese Abkürzung, weißt du? Einfach mal runterhüpfen. Ach, das geht doch bestimmt. Nein! Siehst du es hier leuchten? Ja. Touch mal dran. Jawohl! Atalans Greedy Jägerin. Sonnenliege bei Schreiner. Geil, Sonnenliege. Jawohl. Sonnenliege. Seit wann gibt's denn die? Sagt Rezept, mir gar nicht. Rezept, Feuersteinpfeil und 8 mehr. Unter Jägerin. Cool. Genau, wenn wir die Jägerin aufstellen, können wir dann bei der die Rezepte gucken und dann können wir uns Feuersteine bauen. Also Feuersteinpfeile. Und da müssen wir zuerst die vielen Feuersteine abbauen gehen, hä? Das können wir sogar mal auf dem Rückweg gleich machen, ne? Mhm. Hast noch Platz? Ich hab noch... Ja, reichlich. Ich hab gerade meine 5 Sachen einstecken. So, ich hab noch 2 ganze Reihen Platz im Rucksack. Genau. Kommen wir hier raus? Ja! Cool. Feuerstein hatten wir vorne. Ja, wir müssen sowieso runter den Altar abbauen. Bisschen aufräumen in der Weltgeschichte. Du hast ja insgesamt jetzt erstmal noch 4 Altäre, die du aufbauen kannst. Mhm. Später werden es ein paar mehr. Immer wenn wir den Altar upgraden zu Hause. Aber du brauchst die auch. Du nutzt die dann regelmäßig zum Farmen. Aha, weil dann weißt, ah, dort baue ich das ab, dort baue ich jenes ab und dann portest du dich einfach hin. Genau. Okay. Genau, du stellst beim Kupfer deinen Altar auf und deine Werkbank. Dann brauchst du nämlich nicht, wie ich am Anfang, mit 3 oder 4 Spitzhacken dorthin, dann wieder nach Hause. Dann musst du dir einen Kopf machen, wie komme ich wieder dorthin. Und bis mir irgendwann eingefallen ist, ja, nutze meinen Altar, Schwachkopf. Und dann bin ich immer zwischen den Altaren hin und her und habe repariert. Ja, wieso stellst du dir dort nicht eine Werkbank hin, ne, Schwachkopf? Mhm. Ja, das kommt dann so Stück für Stück. So, wir sollen mit der Flamme kommunizieren. Die Jägerin lebt. Vielleicht kann sie dir noch das ein oder andere über das Überleben in den verhüllten Ländern beibringen. Das war's. Den hier kann man auch upgraden, aber brauchen wir nicht. Den deaktiviere ich gleich. Jetzt läuft eine Zeit runter, 30 Sekunden, und dann ist er weg. Dann können wir uns hier nicht mehr herbringen. Oh, Wölfe, Wölfe. Ja, ich sehe sie. 2 Stück? 3 Stück? 2. 3. 3? 3 Stück. Okay. Einfach mal Aufmerksamkeit erregen. Oh. Also. Na. Hilfe! Sehr schön. Oh. Fein! Yeah, das fetzt. So.
Cool. Hammer!